Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und seid wunderbar ins Wochenende reingerutscht. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Samstag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Rammstein oder zu einer neuen Rammstein-Reaktion. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Wir haben keinen Song, wir haben keinen Live-Auftritt. Wir haben die krassesten Rammstein-Aktionen aller Zeiten. Und da bin ich drin, Chat. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ich habe mir sagen lassen, ich kann mir dieses Video reinziehen. Es gibt noch das ein oder andere Video, wo auch so krasse Momente zusammenfasst. Oder warum ist Rammstein so erfolgreich geworden, dies, das, bibub. Das möchte ich mir mit euch auch noch im Laufe der Zeit reinziehen. Aber da sind so ein paar kleine Spoiler drin vielleicht, die in dem Video nicht drin sind. Ich kann mir das auf jeden Fall unbedenklich, sagt man unbedenklich? Ich weiß gar nicht. Ohne irgendwelche Spoiler, sagt man mal so, mir so reinziehen. Deswegen, ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. 10 Minuten 16, holy shit, liken, support us, come out. Schöne Grüße gehen an Wissenswert raus. Und für die Leute, die jetzt fragen, hey, wir müssen aber irgendwann mal mit den Rammstein-Songs weitermachen, beruhigt euch, wir kommen noch dazu. Beruhigt euch, beruhigt euch, ne? Wir haben noch ein paar Sachen mit Musikvideo übrig. Die dazugehörigen Live-Auftritte werden natürlich dann auch noch abgecheckt. Und ganze Albumreaktionen werden wir dann wahrscheinlich auf Twitch machen. Kommt gerne auf Twitch vorbei. Da sind wir 2-3 Mal die Woche live. Links in der Beschreibung. Und werden uns dann wahrscheinlich die kompletten Alben von Rammstein reinziehen. Ich habe mir gedacht, heute mal sowas zur Abwechslung ist ganz cool. Könnte auch vielleicht ganz lustig sein. Wir werden es rausfinden. Kurz vorab noch eine Sache, die auch nicht vernachlässigt werden darf. Ich war beim Friseur. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. 10 Minuten 16. Die krassesten Rammstein-Aktionen aller Zeiten, da bin ich schon gespannt. Holy shit. Rammstein, die weltweit erfolgreichste deutsche Band. Von vielen geliebt, von einigen missverstanden, aber von allen gekannt. Und zwar zu Recht, denn seit Jahrzehnten sorgen die Rocker immer wieder für Gesprächsstoff. In unserem Video Die unbekannte Wahrheit über Rammstein haben wir euch daher bereits mitgenommen in die Geschichte von Rammstein und das Geheimnis ihres Erfolgs gelöst. Frage an euch, lohnt es sich, dieses Video auch anzuschauen oder drauf zu reacten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, die unbekannte Wahrheit über Rammstein. Es sind immer so voll die Titel, wo du dann denkst, oha, die haben voll das ganz, ganz große Geheimnis, was nie rauskommen darf. So, wisst ihr, ich meine so, die 6 Jungs hüten irgendein ganz, ganz großes Geheimnis um ihren ominös krassen Erfolg oder sowas, wisst ihr, ich meine? Allein der Titel drückt dich ja schon dazu, dieses Video gleich anzuschauen. In diesem Video wollen wir hingegen all die Kontroversen und die unfassbaren Aktionen von Rammstein ansprechen, die im letzten Video keinen Platz gefunden haben. Ach so, ja, du kannst mehrere Teile aus so einem Video machen. Kontroverse, spektakuläre Sachen haben Rammstein so einige, sagen wir mal so. Mit dabei sind provokante Live-Auftritte, grenzwertige Musikvideos, heftige Interview- und PR-Momente und viele weitere unvergessliche Rammstein-Momente. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Das könnte gut werden, glaube ich. Ich habe Bock drauf. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einem Unfall, der sich ereignete, bevor Rammstein international berühmt wurde. Und zwar fand dieser Unfall im Jahr 1996 bei einem Konzert in Berlin statt. Ich habe ja unglaublich viel Kommentare und DMs auf Instagram bekommen. Folgt mir auf Instagram, links in der Beschreibung. Ganz wichtiger Hase, ganz, ganz, ganz wichtiger Hase. Nach dem Motto, hey, da ist bei dem Auftritt mal was passiert und da ist mal was passiert. Da ist was nicht planmäßig passiert, so, ne? Und hier haben sich vielleicht ein paar Leute verletzt, dies, das. Aber jetzt mal auch einen Videoausschnitt von diesem Live-Auftritt zu haben, bei dem anscheinend ein Unfall passiert sein soll. Schauen wir mal, was passiert ist. Während die Band den Song Heirate mich performte, schwebte planmäßig eine brennende Leiste über der Bühne, die sowohl für eine hitzige Atmosphäre als auch für eine spektakuläre Bühnenoptik sorgte. Natürlich brennt die Leiste. Was soll sie sonst? Natürlich brennt die Leiste. Lichterloh. Etwa in der Mitte des Songs riss allerdings ein Seil, welches die Leiste trug, sodass die Leiste zu Boden fiel. Sie landete immer noch brennend im Zwischenraum zwischen Publikum und der Bühne. Also ihr denkt immer noch, es ist ein Unfall gewesen, ne? Ihr denkt alle immer noch, das ist ein Unfall gewesen. Ich bin zwar circa so 2 Jahre später erst auf die Welt gekommen und habe daher diesen Live-Auftritt nicht live mitverfolgen können. Schade. Aber ich kann euch sagen, das war kein Unfall. Das war so geplant. Ich kann euch sagen, das Ding war so geplant. Ich meine, Till muss seinen Feuerfetisch ja auch irgendwie befriedigen können. Wisst ihr, ich meine so? Und da bietet sich natürlich so eine brennende Leiste über deinem Kopf perfekt dazu an, ohne Witz. Und dann mal kurz dieses Seil reißen zu lassen aus unerklärlichen Gründen und es als Unfall zu tarnen, ist ja ganz gut. Aber Till hat voll Bock drauf gehabt. Till hat nur gewartet, bis die Leiste auf seinen Kopf fällt. Viele der Zuschauer brachen in Panik aus und das Bühnenpersonal begann sofort mit der Evakuierung und den Löscharbeiten. Spaß beiseite, ich hoffe natürlich,
damals ist nicht großartig was passiert, außer so eine kleine Massenpanik, auch wenn das schon sehr, sehr schlimme Folgen mit sich tragen kann. Siehe Love Parade und andere ganz, ganz große Konzerte oder Aktionen so. Ich hoffe, da ist jeder gut und heil rausgekommen. Durch diesen Unfall kamen aber nur wenige Personen zu leichten Verbrennungen und niemand trug eine schwere Verletzung davon. Dennoch besuchte Rammstein nach dem Konzert die betroffenen Fans im Krankenhaus. Guck mal. Also um Till mal so privat so, ne, unter vier Augen sprechen zu können, ich würde mir auch schon so leichte Verbrennungen zufügen, sag ich so, wie es ist. Na, natürlich nur, wenn mir so eine brennende Leiste auf den Kopf fällt, dafür kann ich ja nichts, ne. Aber wenn dann Till mich wirklich besuchen kommt so, da würde ich schon einiges in Kauf nehmen, sag ich so, wie es ist. Durch diesen Vorfall holte sich Rammstein bei den folgenden Shows dann übrigens Verstärkung von professionellen Pyrotechnikern, um sicherzugehen, dass so etwas nicht mehr passieren. Professionelle Pyrotechniker, ich dachte, die wären die professionellen Pyrotechniker. Ihr habt mir gesagt, Till hat eine Ausbildung in Sachen Pyrotechnik oder irgendwie so eine Schulung oder sowas, dass er diesen überdimensionalen Do-It-Yourself-Flammenwerfer benutzen darf zum Beispiel. Jetzt haben die doch ein paar Leute, die sich wirklich ernsthaft mit Pyro auskennen. Aha, sehr gut zu wissen. Würde. Die nächste Rammstein-Aktion auf dieser Liste dürfte vielen Fans ein Rätsel sein. Und zwar betrifft sie Till Lindemanns Outfit für das Musikvideo zu dem Song Ich tu dir weh. Oh, den Song... Ich tu dir weh, der Song ist noch neu für mich, oder? Den habe ich mir noch nicht reingezogen. Ich tu dir weh, zumindest sagt mir das Bild jetzt im ersten Moment nichts. Genau wie der Song sollte auch das Musikvideo von düsteren Farben und Outfits geprägt sein. Um etwas Abwechslung in die... Der leuchtet aus dem Mund. Wie ist das gemacht? Jetzt warte mal ganz kurz, wie ist das gemacht? Das sieht voll crazy aus irgendwie, habe ich noch nie gesehen. Optik des Videos zu bringen, kam Till Lindemann dann auf die Idee, eine Lampe in seinen Mund zu platzieren. Dies sorgte dafür, dass es im Video so aussah, als würde er aus dem Mund bzw. aus der Kehle leuchten, wenn er singt. Sieht aber geil aus, sag ich so, wie es ist. Was hat er jetzt hier in der Hand, Digga? Sieht aus wie so ein überdimensionaler Dill. Ihr wisst alle, was ich meine so. Was hat denn der da in der Hand, Bro? Die Techniker beim Musikvideodreh wollten also eine Lampe in seinen Mund tun, die mit einem hautfarbenen Kabel aus seinem Mund an seinen Wangen entlang verbunden werden sollte. Lindemann wollte dies allerdings nicht, da er auf alle Fälle vermeiden wollte, dass man das Kabel im Video irgendwie sehen konnte. Also gab er den Make-up-Artists und den Technikern die Anweisung, dass sie ihm ein Loch in die Wange bohren sollten, durch welches das Kabel dann gelegt werden könnte. Was auch sonst? Da bohre ich mir halt für so ein Musikvideo einfach mal ein Loch in die Wange, um da das Kabel durchzuziehen. Ich meine, so ein Kabel aus der Wange raus, bisschen mit Hautfarbe drüber gemalt, hätte es wahrscheinlich auch getan, oder? Dann hätte man vielleicht die Kameraführung noch so gemacht, dass man das Kabel nicht unbedingt sieht oder diese Stelle, wo das Kabel langführt, nicht unbedingt die Kamera drauf hält. Aber nein, wir sind natürlich hier bei Rammstein und Till hat Bock, sich so ein Loch in die Wange pfeffern zu lassen. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ haut sich einfach ein Loch in die Wange. Wächst es einfach so zu? Das blutet doch wie Sau, oder? Auch wenn niemand dies für eine gute Idee hielt, setzte sich Lindemann durch, sodass man im Video das Kabel der Lampe nicht mehr sehen konnte. Natürlich hielt es niemand für eine gute Idee, weil es auch keine gute Idee ist. So weit geht wohl kaum ein anderer Musiker nur dafür, dass das Kostüm komplett ist. Auf der Nummer 6 ist ein lustiger Moment mit Rammstein-Gitarrist und Gründer Richard Kruspe. Sehr sympathischer Mann. Dieser wurde 2003 interviewt, weil er in dem Film Triple X mitgewirkt hat. Triple X, Vin Diesel? Digga, die haben einfach ein Bild mit Vin Diesel oder was? Hier ist Till, hier ist vielleicht Oliver? Den Bruder kenne ich nicht. Ist das Richard oder was? Holy shit, der sieht da wie ein anderer Mensch aus. ...wirkt hatte. Dabei sagte die Interviewerin zunächst, dass sie den Film sehr beeindruckend fand, woraufhin Richard Kruspe sagte, dass ihn das sehr freue. Dies erwiderte die Interviewerin, indem sie Kruspe fragte, was er generell fühle bezüglich seines Films und dass sie seine emotionale Antwort verwunderte. Daraufhin erklärte Kruspe, dass er ein sehr gefühlvoller Mensch ist und dass auch Deutsche sehr viele Emotionen haben, auch wenn man ihnen oft nachsagt, emotional eher kalt zu sein. Ey, was soll denn das jetzt, Mann? Nein, Spaß, ich kann das schon irgendwo vielleicht ein bisschen verstehen, gerade für Außenstehende und so weiter, die halt wirklich nur die Musik und diese Band Rammstein halt sehen als deutsche Rockband und alles so kalt, alles so hart und dieses Rollen der R noch und die marschieren da wie ein Panzer vor, wisst ihr, ich meine so? Ich kann das schon verstehen, dass du da irgendwo vielleicht ein bisschen verwundert bist, wenn die Leute auch ganz normal mit dir reden können in Form eines Interviews oder vielleicht auch mal Emotionen zeigen so. Das sind auch alles nur Menschen, tatsächlich. Dann forderte ihn die Interviewerin eher scherzhaft auf, dass er doch mal seine Gefühle zeigen sollte. Kruspe ließ sich dies allerdings nicht zweimal sagen und bewegte sich ruckartig auf die Interviewerin zu und nahm sie fest in seine Arme. Die Interviewerin kreischte erst hysterisch und war sehr irritiert und fragte Kruspe, warum er das gemacht hat. Kruspe sagte nur, sie habe schließlich gesagt, er solle seine Gefühle zeigen.
Nachdem die Interviewerin den ersten Schock überstanden hatte, fragte sie Kruspe dann, ob er sie nochmal umarmen könne. Also nahmen sich die beiden erneut in den Arm und Kruspe gab ihr einen Kuss auf die Wange. Besser ist es, besser ist es. Was denken die Leute von uns? Dass wir Deutschen keine Gefühle haben oder was? Meine Güte. Die Nummer 5 belegt eine besondere Performance von Rammstein. Und zwar die Live-Performance zu dem gleichnamigen Song Rammstein, in dem es um ein Flugzeugunglück in den 80er Jahren geht. Boah, geil, da kriege ich sogar noch sowas mit, ne? Ich weiß auf jeden Fall, woher die Band den Namen Rammstein hat oder bekommen hat oder sich genommen hat, so durch dieses Flugunglück, was damals passiert ist. Aber ich habe noch nie, also ich habe nach diesem Flugunglück noch nie gegoogelt, geschweige denn mir irgendwelche Bilder oder Videos reingezogen. Sowas mache ich eher ungern, wenn so ein Flugunglück passiert ist oder generell, wenn so ein Unglück passiert ist, wenn Menschen dabei sterben und so weiter. Ist nicht so ganz mein Ding, da irgendwie jetzt noch ganz akribisch nachzuforschen und wie viele Leute sind dann gestorben und so weiter und so fort, was ist passiert. Mir reicht es, dass sie einfach den Namen von dieser Aktion oder von diesem Unglück quasi übernommen haben. Aber auch mal sehr interessant, so ein Bild hier zu sehen. Passend zum Thema des Songs ist auch bei der Live-Performance zu Rammstein viel Feuer im Spiel. Bei der ersten Tournee, auf der Song gespielt wurde, trug Frontsänger Till Lindemann während Rammstein nämlich ein Kettenhemd. Boah, überleg mal, wie warm das da wird. Das Besondere war, dass dieses Kettenhemd an Armen und Rücken mit Brennstoff bespickt war. Das Kettenhemd entflammte also während Lindemann Rammstein sang, sodass er als brennender Mensch vor dem Publikum stand. Diesen speziellen Pyrotrick konnte Lindemann nur ausführen, da er selber eine Ausbildung zum professionellen Pyrotechniker absolviert hat. Aber wieso? Okay, ich verstehe schon, er hat eine spezielle Ausbildung und so weiter und so fort, aber wenn du jetzt einem Laie dieses Kettenhemd umlegen würdest und sagen würdest, hey, wir haben da Brennstoff hinten dran und irgendwann wird es entzündet oder wir zünden das an oder weiß Gott wie, wir geben dir da ein Zeichen, ne? Wenn man ihm sagen würde, bleib da einfach ruhig, keine Panik so, dann könnte es ja jeder x-beliebige Typ auch auf der Bühne, oder? Da musst du ja nicht irgendwie eine spezielle Ausbildung dazu haben. Natürlich verstehst du den Hintergrund besser und weißt, wie du dich bewegen kannst und wie du dich vielleicht nicht bewegen solltest. Aber generell könnte das doch theoretisch jeder, oder? Natürlich, probiert es nicht aus. Freunde, probiert es nicht aus. Bei den neueren Live-Versionen von Rammstein wurde das Kettenhemd übrigens durch einen Rucksack ausgetauscht, der im Halbkreis um Sänger Lindemann herum Feuer speit. Völlig ungefährlich, völlig ungefährlich. Bis heute ist der Song Rammstein daher fester Bestandteil der Konzerte und darf auf keiner Tour fehlen. Kommen wir jetzt zur Nummer 4 und damit zu einem Fernsehauftritt von Rammstein. Oh. Und zwar ihrer Performance und ihren Dankesreden bei der Echo-Verleihung 2005. Für ihre Performance des Songs Keine Lust und auch für den Rest der Preisverleihung suchten sich die Band nämlich ganz besondere Outfits aus. Kam da Flake grad mit dem elektrischen Rollstuhl angefahren? Ich glaube, hier sieht man das so ein ganz kleines bisschen, ne? Ich glaube, Flake ist da vorgefahren mit seinem Synthi auf seinem elektronischen Rollstuhl oder sowas. Haben die dafür ein Echo bekommen? Crazy, 2005. Da war die Welt noch in Ordnung, holy shit. Sie ließen sich mit Silikon bekleben, schminken und in einen Fett... Ach, hier sehe ich das auch mal, geil. ...Zut stecken, sodass die Rocker, die sonst eigentlich alle sehr schlanke, sportliche Figuren haben, aussahen, als seien sie stark übergewichtig. Laut Gitarrist Paul Landers war die Idee dahinter, absichtlich hässlich auszusehen. Normalerweise würden Bands ja versuchen, gut auszusehen und schick zu sein. Für den Echo wollte Rammstein aber genau das Gegenteil. Für Flake hätte der Fettsuit auch nicht gereicht. Deswegen haben die Flake auch in so einen elektronischen Rollstuhl reingesetzt. Weil egal wie viel Fettsuits man dem übergestreift hätte, der Bruder wäre einfach immer noch spargeldürr gewesen. So performten sie also ihren Song in Fettsuits und hielten auch ihre Reden in den Fettsuits. Bei den Reden machten sie darüber hinaus auch noch mehr als deutlich, dass sie wirklich keine Lust haben. Für den ersten Echo in der Kategorie Bester Rock Act des Jahres war beispielsweise das die Dankesrede. Schön. Ja. Warum höre ich nur auf dem linken Ohr? Nice, man lässt Flake reden. Man lässt auch mal Flake reden, sehr schön. Danke. Flake, jetzt hattest du einmal deinen Moment. Einmal konntest du aufblühen. Einmal warst du the man, so, weißt du? Danke. Das war's. Die kriegen ein Echo für den besten Rock-Act des Jahres oder sowas. Ein Wort. Danke. Wie introvertiert willst du sein? Flake, ja. Für den Echo in der Kategorie Bester Live-Act hielt Till Lindemann dann wenig später diese Rede. Dankeschön. Die anderen ziehen sich schon um. Wir wollen uns bedanken, aber eigentlich haben wir auch keine Lust. Dankeschön. Die Nummer. Eigentlich haben wir auch keine Lust. Aber Dankeschön. Aber ich glaube, das,
nimmt man den Jungs auch gar nicht übel, so generell Rammstein. Die sind so auch so, wenn du dich ein bisschen mit der Band beschäftigt hast, die sind so Sympathieträger eigentlich. Da reicht eigentlich ein Danke oder die anderen ziehen sich schon um, wir haben eigentlich gar keine Lust drauf, Dankeschön trotzdem. Das nimmt man denen gar nicht übel, oder? Live on Television, damals RTL noch, glaube ich. Obwohl, RTL gibt's ja immer noch. 3 belegt eins der aktuellsten Musikvideos von Rammstein. Und zwar das Video zu der Single Deutschland aus dem neuesten Album, das den Titel Rammstein trägt. Das war ein Video und eine Geschichte, ich sag euch, wie es ist, holy shit. Ende März veröffentlichte die Band auf YouTube das fast 10-minütige Video, das mit einer unglaublich hochwertigen Produktion unter der Regie von Spectre Berlin überzeugte. Spectre, schöne Grüße gehen raus. Es enthielt zahlreiche Anspielungen auf die deutsche Geschichte und setzte sich inhaltlich mit der Spaltung Deutschlands und der Deutschen auseinander. Mit seinem poetischen Text und dem erstklassigen Video war Deutschland nicht nur ein Kunstwerk an sich. Gleichzeitig schafften der Song und das Video es, eine Nation in einer Phase der Zerrissenheit zu erfassen und eine Mentalität zu thematisieren, die unsere Zeit bestimmt. Wow, wow, ganz kurz erstmal darauf bezogen, dass der nette Mann hier gerade, der das spricht, den Song Kunst genannt hat und damit hat auch vollkommen recht. Das Ding war von vorne bis hinten ein Kunststück, nicht nur die Musik, sondern auch das Musikvideo. Und das sollte man eigentlich irgendwie in so eine, wie soll ich meinen, so eine Zeitkapsel tun und dann so eingraben und dann so irgendwie 50 Jahre später nochmal rausholen. So, wie soll ich meinen, gut, dass wir YouTube heutzutage haben, gut, dass alles online ist und dass wir das einfach in 50 Jahren nochmal schauen können, das Video. Wie soll ich meinen? Mit dem Video zu Deutschland löste Rammstein auch durch den provokanten Inhalt also ein riesiges Medienecho aus und stieß eine Debatte darum an, wofür Deutschland heutzutage wirklich steht. Ob geplant oder nicht, ist Rammstein damit nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch und gesellschaftlich ein voller Erfolg gelungen. Kommen wir als nächstes zu der jüngsten Aktion, mit der Rammstein für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar fand diese Aktion beim letzten Konzert der Rammstein Stadiontour 2019 in Frankfurt statt. Bei dem Konzert vor 40.000 Menschen... Junge, 40.000 Menschen in Frankfurt. 40.000 Menschen... Und du bist da mittendrin auf so einer kleinen Bühne. Wisst ihr, ich meine, 40.000 Menschen sind ringsrum um dich und schauen dich an. Was muss das für ein Gefühl sein? Setzte die Band um Till Lindemann nämlich ein politisches Statement, indem sie eine kleine Änderung in ihr Programm einbaute. Normalerweise sah der Ablauf der Show... Setlist, Rammstein, Europe Stadium Tour, Commerzarena. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland from Tape und nochmal Deutschland? Warum steht hier zweimal Deutschland? Vor, dass nach dem Song Engel, der auf einer Bühne inmitten des Publikums performt wurde, alle Bandmitglieder außer Lindemann mit Schlauchbooten über die Crowd bis zur Hauptbühne schwammen, wo Lindemann sie dann empfing. Genauso lief es zunächst auch in Frankfurt ab. Allerdings empfing sie Lindemann auf der Hauptbühne auf einmal mit einem großen Willkommensschild. Dies war allerdings kein Zufall. Mit dem Schild sprach sich Rammstein nämlich für die Seenotrettung im Mittelmeer aus und machte darauf aufmerksam, dass dort tausende Flüchtlinge in lebensgefährlichen Situationen keine Hilfe erhalten. Guck mal, und dann gibt es immer noch unglaublich viele Leute, wenn du dich mit denen unterhältst und dann irgendwann das Thema Rammstein vielleicht aufkommt, egal ob musikalisch oder nur so als Thema, so, ne, wie findest du die Leute von Rammstein, den Frontmann und so weiter und so fort, ne, dann sind die direkt immer so irgendwie so ganz, ganz krass auf Abstand, so, wie soll ich meinen, so, oh, hörst du Rammstein, Rammstein dies, ich habe über Rammstein das gehört, die sollen recht sein und so weiter und so fort, ne, aber die haben sich keine Sekunde länger mit dieser Band bzw. mit den Leuten in dieser Band beschäftigt, wisst ihr, ich meine so, schon gar nicht mit irgendwelchen musikalischen Stücken, weil das ja sowieso Rock und Metal ist und das hört man ja heutzutage nicht mehr, das ist ja nicht mehr so cool in der Jugend, wisst ihr, ich meine, verstehe ich voll und ganz, dass dieses Rock-Metal-Ding gar nicht so bei der Jugend ankommt und eher viel mehr Hip-Hop das Ding von den Jungs ist so oder von den jüngeren Leuten ist, aber gerade mit solchen Aktionen, wenn du die Band Rammstein ein bisschen kennst, wie kannst du die nicht mögen, so, wisst ihr, ich meine, wie kannst du nicht Sympathie für die haben, so. Natürlich polarisieren die sehr, sehr oft mit dem Video Rammstein oder auch Stripped oder auch andere Aktionen sind sehr polarisierend, verstehe ich voll und ganz. Aber so kleine Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier diese Flüchtlingsnot und so weiter, das ist doch einfach voll cool irgendwie, das so irgendwie in ihr Live-Set noch mit einzubauen, wisst ihr, ich meine. Auf aufmerksam, dass dort tausende Flüchtlinge in lebensgefährlichen Situationen keine Hilfe erhalten. Nach dem Konzert berichteten schließlich zahlreiche Zeitungen über die Geste zum Abschluss der Tournee. Ein kleines Symbol mit großer Wirkung. Bevor wir jetzt zur letzten Aktion dieser Liste kommen, wollen wir noch einige nennenswerte Erwähnungen raushauen. Zum Beispiel die feuerspeienden Masken, die Rammstein bei der Live-Performance zu Feuer freiträgt. Völlig ungefährlich. Oder dieses eine grenzwertige Musikvideo aus dem Album Liebe ist für alle da.
Ach so, das eine Video haben wir, glaube ich, angeschaut. Ich habe mir natürlich nur die zensierte Version angeschaut, ne? Versteht sich von selbst, ich treibe mich ja nicht auf anderen Plattformen rum, um Gottes Willen, ne? Aber auch hier wieder so ein kleines Ding einfach wieder zu polarisieren, ne? Oder die waghalsige Pyroshow mit Feuerwerk, die bei Du hast eingesetzt wird. Völlig ungefährlich. Oder als letzte nennenswerte Erwähnung Till Lindemann, der auf dem roten Teppich des Echos wortwörtlich seine damalige Freundin Sophia Tomalla abgeschleppt hat. Sophia Tomalla sagt mir sogar was. War denn nicht bei RTL Plus bei so Trash-TV, so Moderatorin oder sowas, Temptation Island oder so ein Shit? Oder Are You The One oder so? Aber er sagt ja seine damalige Freundin. Das impliziert mir eigentlich, dass sie nicht mehr so zusammen sind, oder? Till ist einfach krass, der Mann. Als letztes kommen wir nun zu einer weiteren Aktion, die im Rahmen des neuen Rammstein-Albums stattfand. Genauer gesagt betrifft sie die Veröffentlichung der zweiten Single des Albums Radio. Radio. Genau. Darauf werden wir auch noch die nächsten Tage, die nächsten Wochen reagieren. Zu dem Song habe ich auch schon einiges gehört, soll geil sein. Statt das Musikvideo zu Radio nämlich einfach im Internet zu veröffentlichen, kamen die Bandmitglieder auf die Idee, es in Form eines Public Viewing zu releasen. Dazu ließ die Band das Video am 25. April am Alexanderplatz in Berlin mit einem riesigen Projektor auf eine Hausfassade projizieren. War das angekündigt oder nicht angekündigt? Weil so wie es aussieht, Digga, da sind ja schon wieder einige Leute am Start, ne? So wie es aussieht, wurde das schon irgendwo so ein bisschen angekündigt, oder? Über 1000 Fans versammelten sich zu diesem Anlass auf dem Alexanderplatz und feierten die Weltpremiere des Musikvideos. Gleichzeitig wurde das Video auch erstmals auf dem Fernsehsender RBB ausgestrahlt. In dem Video zu Radio wurden übrigens ein... Was ist das für eine Sprache, Chat? Ist wahrscheinlich Hochvolt oder Achtung, Hochspannung oder irgendwie sowas, ne? Ist es Polnisch oder so? Einige Anspielungen an die Band Kraftwerk platziert, die als eine der größten Pionierbands in der deutschen Musikgeschichte gilt. Im Song geht es passenderweise darum, wie die Bandmitglieder von Rammstein damals in der DDR heimlich Radio gehört haben und dies für sie ein Akt der Freiheit war. Und das war's mit den krassesten Rammstein-Momenten und damit auch für heute mit Wissenswert. Ey, also erstmal großen Dank an Wissenswert, dass er die Sachen so zusammengefasst hat und so ein bisschen Background-Infos noch mitgegeben hat. War cool, einige Sachen habe ich schon gekannt, einige Sachen waren neu. Die Tage werden wieder normale Rammstein-Reaktionen kommen. So, macht euch keinen Stress, wir haben genug Zeit, wir haben genug Zeit. Rammstein wird leider früh genug irgendwann mit Musik aufhören und dann heulen wir alle leise in unser Kissen und denken so, ah Mann, hätten wir noch den ein oder anderen Rammstein-Song bekommen. Deswegen möchte ich da ein bisschen bedachter und langsamer vorangehen, damit wir noch eine Weile, Rammstein-Musik genießen können. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießen Samstag, genießen Sonntag. Passt auf euch auf. Peace.